Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Lookaround in Star Citizen. Ja, Star Citizen, das Hangarmodul ist endlich draußen. Wir haben lange darauf gewartet. Es hat ungefähr 2 Tage gebraucht, um zu connecten auf den Server. Okay, jetzt nicht 2 Tage, aber es ist schon der 2. Tag, an dem das Spiel jetzt läuft. Und es ist mir bislang noch nicht gelungen, eben zu connecten. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich hier drin bin. Es funktioniert noch nicht alles, denn es ist ein Pre-Alpha-Bild, also exklusive Preview, so in etwa. Ganz so exklusiv ist es dann doch nicht, aber wir haben hier schon mal einen schönen Ausblick. Man kann hier den Hangar gut sehen. Das Spiel läuft überraschend stabil von den Framerates her. Also ich kann mich jetzt nicht über große Drops beklagen. Ich spiele das auf meiner übertakteten 560er in 30 FPS, konstant. Außer man wischt eben schnell rum, dann sieht man die Lags schon. Also bei mir ruckelt es dann ziemlich. Aber ihr könnt hier sehen, mein einziges Schiff, was ich im Moment habe, ist die Aurora, leider. Ich habe erst $40 in das Spiel gesteckt, weil ich erstmal wissen wollte, wie es denn wirklich ist. Ich habe zwar auch schon die früheren Spiele von Chris Roberts gespielt und hatte viel Spaß dabei. Allerdings bin ich doch bei neueren Games inzwischen vorsichtig geworden, weil ich da schon viel Schwachsinn erlebt habe. Stichwort Black Ops 2. Naja, auf jeden Fall sehen wir hier die Aurora. Ich weiß im Moment gar nicht, welches Modell ich hier habe. Es müsste eigentlich die ES sein. Von den Farben her deutet es eher auf diese Exploration Aurora hin. Das heißt, ich habe im Moment absolut keine Ahnung. Und deswegen werden wir uns das Ding gleich mal anschauen, nachdem wir erstmal hier den Hangar bewundert haben. Man sieht ja schon, es sieht alles einfach wunderbar aus. CryEngine 3 eben. Wirklich gut gemacht. Wir können auch hier mal in die Third-Person-Ansicht gehen, nachdem das sich dann ein bisschen eingebackt hat. Kann man auch hier den Charakter bewundern. Man kann hier laufen. Wenn ich denn... Ja, okay. Also man sieht ja, man kann auch laufen. Das Ganze sieht wirklich gut aus. Was eben auch an dem Motion-Capturing-System liegt, was die Leute sich da gekauft haben. Beziehungsweise wo sie dann Geld für gegeben haben, dass sie sich's kaufen. Und dann gehen wir mal in die Third-Person-Ansicht und klettern mal diese Leiter hier runter. Man sieht ja schon, die Animationen sind ein bisschen fehl am Platz, aber das wird noch gefixt. Das kommt dann die Tage noch. Und im Endeffekt ist dieser Test gerade nur dazu da, um die Bugs zu finden, zu eliminieren und eben das den ganzen Spaß. Deswegen nehme ich auch hauptsächlich das Video auf, um eben Bugs zu finden, dann zu reporten. Auf der anderen Seite wollte ich euch natürlich das Spiel nicht vorenthalten, weil es sieht wirklich sehr gut aus. Hier sollte jetzt eigentlich ein Hologramm aufpoppen, was es offensichtlich nicht tut. Naja, da war auf jeden Fall so eine Aufrüstkonsole. Beim ersten Mal hat sie auch so mehr oder minder funktioniert. Es ist auf jeden Fall ein Bild aufgepoppt. Naja, das war es dann aber auch schon. Benutzen konnte man sie definitiv nicht. Also hier sehen wir die Aurora. Die ganzen Luftschleusen und alles sind natürlich funktionell. Ich kann die mal nochmal besser zeigen. Ich habe jetzt halt keinen Controller, das heißt, ich muss die Maus gerade die ganze Zeit umsetzen. Das heißt, es funktioniert halt nicht so gut jetzt mit dem Zeigen, ohne dass eben ich störfreie Ruckler drin habe. Aber da kann man nichts ändern. Ich kann das Ganze natürlich nochmal aus der Third-Person-Sicht zeigen, da kann man ein bisschen reinschauen. Hier zum Beispiel die Thruster. Hier noch mehr. Hinten sind die Main-Thruster dran. Die Engine natürlich. Ich finde es jetzt ein bisschen schade, dass ich nicht nur die normale Aurora habe. Oder zumindest glaube ich nicht, dass ich die normal habe, weil bei der normalen wäre hier oben drauf. Springen wir, um das zu zeigen, wäre da oben drauf ein Raketenwerfer über dem Cockpit. Das habe ich ganz offensichtlich nicht, sondern nur Lichter und eben diese beiden Laserkanonen da unten. Mit dem Aufrüstmenü sollte man die eigentlich auch umrüsten können, aber das scheint offensichtlich noch nicht so ganz zu funktionieren. Ich bleibe mal in der Third-Person-Ansicht und mache mal hier die Luftschleuse auf. Okay. Das will offensichtlich noch nicht so sehr. Dann benutzen wir einfach die andere Seite. Und gehen da mal hin. Wie man sieht, die Animationen sehen wirklich sehr gut aus. Ich schalte hier mal lieber in First Person, sonst buggt sich das ein wenig. Man kann hier dann schon in der Aurora... in der Aurora rumschauen. Kann dann hier die Sachen bewundern. Also die Modelle sehen wirklich sehr gut aus. Kann dann auch hier mal reingehen, kann man aus dem Cockpit schauen. Man kann sich auch reinsetzen, das werde ich auch gleich machen.
Links wollte ich euch hier noch das andere Zeug zeigen. Man kann sich auch hier hinknien und mal den Schlafraum beobachten. Das sieht auch ziemlich gut aus, vor allen Dingen, dass man halt auch hinten rausschauen kann, sieht ziemlich lustig aus. Dann werde ich mich mal in den Fahrersitz setzen. Die Animationen sehen auch sehr gut aus, auch wenn da die Hand ein wenig unsichtbar wird. Aber ich denke mal, das wird noch gelöst werden. Jetzt fährt sich hier das ganze Zeug aus und packt dann die Griffe. Und das Schiff ist so gesehen auch schon einsatzbereit. Natürlich funktioniert die Steuerung noch nicht. Man kann hier natürlich so ein paar nette Spielereien machen. Hier nach unten und nach hinten den Steuerknüppel. Der ruckelt irgendwie, ich weiß nicht warum. Es liegt nicht an den FPS. Die sind nämlich echt stabil im Moment. Es liegt wahrscheinlich einfach an der Sache, dass die noch nicht fertig ist. Man kann sich hier die Instrumente anschauen, wofür die auch immer später sein werden. Die Symbole sehen auch etwas, ich sag mal, kryptisch aus. Man kann hier dann natürlich die Sachen anschauen. Das Cockpit, wie weit dann im Endeffekt der Radius ist, den man sehen kann. Man sieht auch, das Cockpit ist überall offen, nicht nur oben. Das dürfte ein großer Vorteil der Aurora sein, auch wenn das eben das Starterschiff ist und damit eben nicht wirklich so gut. Jetzt kann ich hier mal wieder aussteigen. Wieder diese Clipping-Fehler, die werde ich auf jeden Fall noch reporten. Und dann können wir auch mal wieder rausgehen und uns noch den Rest anschauen. Ich hätte euch jetzt natürlich noch gerne die Luftschleusen-Animation gezeigt, aber da es wirklich gerade nicht so einfach ist, auf den Server zu connecten, wollte ich jetzt nicht das nochmal riskieren. Hier kann man nochmal schön den Laser sehen, der da unten fest ist, und dieses Landegestell. Ich duck mich gerade übrigens. Dann hier ist die Kapsel, wo man drin liegt, also das Modul. Hier unten drunter kann man noch ein Frachtmodul ranhängen, so wie ich das jetzt verstanden habe von der Website. Und damit eben auch die Ladekapazität erhöhen. Das Spiel ist vollkommen Joystick-kompatibel. Das Gamepad wurde auch erkannt, allerdings hatte ich jetzt keine Lust, es auch direkt zu aktivieren, weil ich nicht gerne mit einem Gamepad spiele. Ich weiß nicht, ob ich das doch noch für die finale Version benutzen werde, aber es ist auf jeden Fall schon mal so, dass es funktionieren würde und damit bin ich eigentlich schon zufrieden. Dann kann man sich hier nochmal den Detailgrad an den Leitern anschauen, an den Pfosten zum Beispiel. Man sieht hier die Rohre, die sehen ziemlich gut aus, sind gut texturiert, überall Normal Maps und alles drauf. Wer jetzt nicht weiß, was das ist, das sind Texturen, die geben praktisch die Sachen an, wo dann die Tiefen sind. Also das simuliert Tiefe, ohne dass da wirklich eine ist. Ich glaube nämlich nicht, dass dieser Riss hier gemodelt ist. Dann kann man hier natürlich nochmal die Tür anschauen, auch wenn sie nicht aufgehen wird, beziehungsweise dass da irgendwas dahinter ist. Dann kann ich hier nochmal die Animation zeigen, das normale Laufen, Rennen. Dann das Crouchen. Daraus kann man dann auch direkt rennen. Das Springen gibt's. Ja, hier, wie man sieht. Dann haben wir noch Strafen und eben Rückwärtslaufen, was eben nochmal eine andere Animation hat. Man kann eben auch nicht seitwärts sprinten. Ja, das war eigentlich schon so in etwa das jetzige fertige Hangar-Modul, also soweit wie es im Moment ist. Ich werde auf jeden Fall nochmal Updates bringen, wenn sich irgendwas groß ändert. Und mit einem Blick auf die Aurora werde ich dann auch auf Wiedersehen sagen. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei meinem anderen Video. Bis dann.